Ich rede heute ein bisschen über deutsche Rüstungsexporte. Deutsche Waffen töten überall. Wir sehen es tagtäglich in den Medien. Nur noch Ukraine und den Irak zu kennen scheinen. Dabei sollte aber nicht vergessen werden, auf jedem Kontinent sterben Menschen durch Waffengewalt. Die Gründe hierfür sind vielfältig, sei es aufgrund von Aufständen, Bürgerkriegen oder aus purer Gier heraus. Wenn unschuldige Menschen sterben, nennen die Verursacher es auch gerne Kollateralschaden. Außenminister Frank-Walter Steinmeier kritisierte, die Bundesrepublik dürfte nicht als Zuschauer am Spielfeldrand der internationalen Politik verweilen. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen formulierte an gleicher Stelle, Gleichgültigkeit sei für Deutschland keine Option. Bei seinem Staatsbesuch in Norwegen wurde Joachim Gauck von Ministerpräsidentin Erna Solberg nun ganz direkt angesprochen. Deutschland solle sein Verhältnis zur Welt normalisieren. Was ist normalisieren? Wird seit der Münchner Sicherheitskonferenz Ende Januar von wichtigen Politikern an der Kanzlerin vorbei eine schleichende Mobilisierung der deutschen Außenpolitik vorbereitet? Ein Beispiel. Mehr Soldaten und mehr Entwicklungshilfe für Mali. Das beschloss das Kabinett in Berlin. Unmittelbar nach dem Kabinettsbeschluss brach Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen zu einer Afrikareise auf. Auch soll neben der militärischen Unterstützung die Entwicklungshilfe ausgebaut werden. Doch sieht so Frieden aus? Gauck, Steinmeier und von der Leyen reden mittlerweile nicht mehr bloß hinter vorgehaltener Hand von Krieg. Seit 20 Jahren kämpfen und sterben deutsche Soldaten rund um den Globus. Reicht das immer noch nicht? Jedes Jahr verkauft Deutschland für mehrere Milliarden Euro Waffen und Rüstungsgüter in die ganze Welt. Das Geschäft mit dem Krieg boomt. Davon profitieren Waffenhersteller und Technikkonzerne wie EADS, Diehl und Rheinmetall. Aber auch Siemens, die Deutsche Bahn und DHL verdienen gut an Rüstungsprodukten und Dienstleistungen. Jahr für Jahr kommen bei bewaffneten Auseinandersetzungen rund 500.000 Menschen ums Leben. Die Bundesrepublik Deutschland ist die drittgrößte Rüstungsexportnation der Welt nach USA und Russland. Trotz scheinbar strenger Ausfuhrregeln werden jedes Jahr Milliardengeschäfte mit Rüstungsexporten gemacht. Immer wieder tauchen deutsche Waffen in Krisengebieten auf. Mitten im Drohnendebakel vergab der vorherige Verteidigungsminister Thomas de Maizière den nächsten Großauftrag. Ausgerechnet an Deutschlands tödlichstes Unternehmen, Heckler & Koch. Zwar will das Verteidigungsministerium zunächst noch Musterwaffen testen, aber wenn diese die erwartete Leistung bringen, woran derzeit kein Experte zweifelt, will der Bund mindestens 7.100 Gewehre des Typs MG5 im Wert von 118 Millionen Euro kaufen. Deutsche Rüstungsgüter werden in die ganze Welt exportiert und meistens siegen die wirtschaftlichen Interessen gegenüber den Menschenrechten. Danke.